Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Level 74, natürlich! Ja, klar! Es muss immer einen Ultra-Gorillus geben, ne? Wie heißt du denn? Gonbald der Dämon. Ah, und hier müssen wir sogar hin. Hier ist the place. Kriegen wir einen Reisepunkt? Das wäre natürlich sehr gut. He looks angry. Is he angry? He's just not very expressive, is all. Still cute though, just like an Arden. Okay. What kind of place is this? Reisepunkt entdeckt. I'd better send them off. Flöte, 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 Flöte. Sehr gut, dass wir noch einen Reisepunkt bekommen haben. Das erleichtert natürlich die Sache ein wenig. So, wer ist denn hier am Battlen? Ja. Kann man einfach da reinlaufen? Was haben die so? Nö. Ja, verzichte ich. Tschüss. Könnt ihr selber bekämpfen. Ich will nur den Conteneur haben. Der müsste sich ja theoretisch hier drin befinden. Und zwar hier. Yes. Eins. Might as well claim this. Good thing we found this. Hochwertiger Edelstein. Da oben ist noch ein Gebiet. Ist das das Gebiet, wo wir hinkommen hätten können für... Was hast du gegen ein Bit? Hallo? Für dieses, hier. LOL? Was? Wie willst du denn in den Aether-Channel rankommen? Hä? Ja, okay. Aber ja, tatsächlich ist das... da hätten wir doch hinten hochklettern müssen. Scheiße. Gibt es eigentlich danach noch Gebiete, die wir nicht gemacht haben oder vorerst geskippt haben? Gibt es sowas eigentlich dann noch? Ich meine nicht. Ich lasse den Aether Channel mal da liegen einfach. Den können wir uns später mal holen. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich da hinten nochmal hinlatschen. Scheiße. Ich hätte zuerst lieber den anderen Ort erkundet, aber ja. Ist egal. Naja. Er founded us, aber ist eh egal. Weil wenn wir da hinten an die Ranke springen, dann hören die eh auf. Also ist das alles... egal. Ja. Orders ist, spring einfach hier dran. Ciao. Ist so witzig, ne? Ist eigentlich mega cheaten, aber ja. Es ist halt eine Funktion des Spiels. Ich glaube übrigens, wir können sogar Level 56 werden mit dem ganzen XP aktuell. Lol, was ist denn da hinten los für ein Lichterfestival? Hä? Der snackt sich jetzt einfach was und schmeißt den Rest dann weg, ne? Komm, schmeiß es weg. Schmeiß es zu mir. Okay. Sind das Myx? Ne, sind Irrleucht. Irrleuchte greifen nicht an.
Ich greife die nicht an. Eigentlich sind die nett. Was? Ja, Talon, du hältst es aus. Oder auch nicht? Okay. Ein bisschen Angst habe ich. Ja, das war für einen Level 50er Gegner eigentlich gar nicht so schwer. Das Battle muss ich mir mal hier angucken, ey. Die 1000 Irrleuchter gegen einen Gorillus. Aber erstmal die Map natürlich auch entdecken. Und was habt ihr hier? 1700? Müssen nur den einen Gorillus platt machen dafür? Ja, perfekt. Ah, er macht wieder Fuchs. We're unstoppable with you around, Senna. I'm the girl with the gall. Girl with the gall. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, tatsächlich mal wieder. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Muten Obelisk. Bist du das? Ja. Hier wird es doch irgendwo noch einen Boss Kaelus geben, oder wie die hier heißen hier. Bitte greif mich nicht an. Bitte greif mich nicht an. Danke. Hier ist noch eine schöne Hülle. Ja, wir sind jetzt hier oben. Boah, da ist ein riesiges Feld. Und da könnte ein Boss sein. Ja. Level 54. Boah. Wir könnten das tryen. Aber, boah, ich bin mir da echt nicht sicher, ob wir das schaffen. Klar, der ist 2 Level unter uns, aber die sind schon stark. Ich finde es schön, wenn man den Finger da so hoch. Ah ne, jetzt nicht mehr, schade. Danke. Oh, da war noch ein Container? Nein! Das ist so ein Elektro-Dingsbums gewesen. So, die Frage ist jetzt, was greift mich hier an? Nichts, okay, gut. Also die greifen einen nicht an, diese hier, die. Das ist schon mal gut. Bin schon mal nice. So, Kaelus Maximus. Da hinten ist noch ein Conteneur. Achtung auf Elite hier, der greift uns natürlich an. Da ist der Container, lol. Voll versteckt. Hallo. Ich wünschte, es gäbe eine Map für die Container, dass die wirklich angezeigt werden. Lass uns in Ruhe. So, ich will den Boss tryen. Enske, der Schlaue. Widerstanden? Oh, fuck. So,
schwanken. Mal ein interessantes Battle wieder. Ich will eine Blocksperre reinhauen. Ah, Mann! Tot. Okay, wir sind alle. Wir leben alle. Schnell. Kette. Kette. Oh, Kette. Wo stehst du, Senna? Angriffsbonus? Ja. Wo stehst du, Senna? Du stehst seitlich. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, erstmal schwanken. Achso, der ist schon umgeworfen. Okay. Was machst du? Gewährt TP mal 125% bei Einsatz als Erster. Oh, und alle Angriffe sind Crits. Boah. Scheiße, das konnten wir jetzt nicht machen. Okay, machen wir beim nächsten. Machen wir Flächenheilung. Ohnmacht. Und Flächenheilung natürlich. Dann würde ich auf einen von denen gehen und zwar schleudern können wir jetzt nicht mehr, ne? Machen wir Erdhardware down. Er hat aber widerstanden. Ja, okay. Reaktivierung. Sie, okay. Reduzierung. Wir starten mit ihr. Fläche, Rückangriff, Crit-Rate steigt. Seitenangriff schwanken. Hohe Crit-Rate und Ausweichen. Ich mach mal den hier. Boah. Alter, machst du Damage. Ich mach das hier für die Wut weiter zu gathern. Und dann mit ihr abschließen. Mit dem hier. Ah, schade. Nicht ganz gereicht für 150%. Schade. Vielleicht wird sie jetzt wieder geholt. Komm schon. Yes! Was hast du? Das wäre eine Angriffskette. Die Crit-Rate um 25% Punkte. Finde ich irgendwie geil. Wir stehen Rückangriff, ja. Dann machen wir Rückangriff. Boah, schön. Aber widerstanden auch. Ich muss ja mit ihr schon was machen. Oder mit ihm einfach mal probieren. Vielleicht reicht das ja. Ja. Das wird Damage machen, glaube ich. Was? Was macht er für Damage? Reduziert die Wut von Angreifern und Heilern. Ja. Das ist gut. Ja. Wir machen wieder Rückangriff, ne?
Blutung drin, yes. Und schön noch den Damage reingedonnert. Und dann machen wir wieder dunkles Banner. Boah, ja, schön. Damit sind wir auf 150, yes. Ja, okay. Kann man machen. The enemy seems angry. Ach so, echt? Ich bin tot. 4000 Damage. Ich mach's Stufe 2. Ist egal. Versucht die gerade nach hinten zu schießen. Mit Rückprall und so. Ich mache Lance. Tyon. Nein. Nein, wir sind tot. Scheiße. Alle Healer sind tot. Fuck. Das war ein richtig gutes Battle eigentlich. Aber der war richtig asozial, der Gegner. Das war einfach nur Pech. Genau, das war einfach nur Pech. Lance sagte gerade Lucky. Aber das war einfach nur Pech. Der hat einfach meine beiden Healer fokussiert, obwohl die Wut reduziert. Die haben ja Ultra-Wutreduktion eigentlich. Ja. Hat leider nicht geklappt. Tja. Dann halt nicht. Aber wir haben immerhin diesen ganzen Pfad erkundet. Jetzt gehen wir nach unten. Scheiß auf den Gegner. Aber wir hätten den besiegt eigentlich. Es war einfach nur Pech. Er hat sich einfach nur meine Healer gesnackt und die weggemacht. Meine Tanks waren auch teilweise alle tot. Die Angreifer wurden halt one-hitted, ne? Naja. Ist der irgendwie wütend auf uns oder so? Ryzer, jetzt sag doch mal was. Du machst Senna ja Angst. Sorry, bin kein Mann vieler Worte. Oh, verstehe. Nehmt euch in Acht vor den Monstern. Was denn für Monster? Der Speicher liegt im Innern der Höhle. Da ist es ganz normal, unterwegs auf Monster zu treffen. Dadurch ist er schwer zu finden und die Monster geben guten Ersatz für Wachen ab. So ist er perfekt gegen Diebstahl gesichert. Ist ziemlich gefährlich da drin. Okay, wir werden vorsichtig sein. Besprecht den Rest mit Shell. Und Lady Alex? Ja? Sei nett zu ihnen. Ich bin doch immer nett. Fass dir lieber an die eigene Nase. Also dann gehen wir. Wir sind ein bisschen dreckig, sehe ich gerade. Wir müssen uns auf jeden Fall gleich mal waschen. Wait. Hä? Ich muss 130 Meter in die Erde? Ja, natürlich. Mach ich doch gerne. What the fuck? Aber ich finde Höhlenerkundung immer geil. Okay, es gibt zwei Wege. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn es zwei Wege gibt. Okay, hier ist ein Aether-Channel. Den hole ich mir, glaube ich, auch. Ja, okay.
Schade. Hab einen verkauft. Danke für die Sachen. Kleines Vieh. Wie heißen die nochmal? Igler, ja. Ich hatte gerade nur Hase im Kopf und ich wusste jetzt nicht mehr, wie die dem Horn heißen. Okay, das ist eine große Höhle. Wird auch irgendwo ein Boss noch sein. Und ein schönes Item. Ringförmiges Fragment. Also diese Fragmente, die fucken mich so ab, ne? Ich würde so gern wissen, was diese... Hä? Wait. Dieser Felsen sieht sehr komisch aus und auf der Map sieht man auch, dass es da weitergeht. Das heißt, der wird irgendwann zerstört. Oder wir zerstören ihn. Kriegen wir eine Terraforming-Fähigkeit oder was? Dass wir so Steine zerstören können? Oder irgendwie riesige Steine irgendwo hinlegen können? So wie da hinten bei dieser einen komischen Brücke da. Also diese Schlucht. Wo wir nicht hin konnten. Weil da so ein kleiner Abgrund ist. Ich habe ja immer gedacht, dass wir so eine Sprungfähigkeit bekommen. Aber es kann ja auch so eine Terraform-Fähigkeit oder sowas sein. Würde mich ja nicht wundern, ne? Wundern würde es mich nicht. Allein schon diese Tatsache, dass man so Fähigkeiten hat, die man erlernen kann, so zwischendurch, unterwegs, finde ich halt mega geil eigentlich. Oh, okay, wir kriegen keine Terraform-Option, das ist einfach nur, okay. Hab nichts gesagt. Ui, da geht's. Ach, da geht's weiter? Nee, da bin ich aber noch gar nicht hin. Nee, 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 nee. Ich will noch erst den Rest der Höhle erkunden. Da war ich ein bisschen zu schnell. Hier wollte ich erst noch hin. Oh. Schöner kleiner Boss. Level 43. Und 1000 Raubs. Kriegen wir den Container zuerst? Sehr gut. Machen wir den Boss hier noch durch. Hm, er schwankt schon direkt. Und Damage. Ja, Mios Verwandlung ist nicht so stark. Ich weiß nicht, ich kann mich mit der irgendwie nicht anfreunden, leider. Also ich nutze lieber tatsächlich. Und Mega-Explosion. Bam. Boah.
Ciao. So. Ja, wir haben ziemlich viele Rare Dudes gerade bekommen. Okay, das war's dann schon. Ja. Okay, das hätten wir vorher noch machen können. Scheiße. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Naja. Feurikose. Jetzt können wir hier runter. Huch! Wie hell es auf einmal wird. Ach, jetzt sind wir hier. Ah, ja, ja, ja. Deswegen wird es so hell. Kardion-Klippen. Das ist doch auch ein Boss da hinten, oder? Oder? Ne. Hätte ich jetzt erwartet. Aber vielleicht gibt es hier noch einen Igler-Boss. So, und hier ist er. I see our target. That's the storehouse. I see. It's well protected all the way down here. Ja. It's another thing to see it for yourself, eh? Ja, nice. Das ist also euer Speicher. Ich werd bekloppt. Das Zeug gehört alles euch? Yep, und im Moment haben wir sogar weniger als Lager... auf Lager als sonst. Soll ich vorstellen, das ist Shell, die Herrscherin über unseren Speicher. Also dann, Shell, wie ich dir bereits mitgeteilt habe, unsere Freunde hier dürfen sich in Zukunft an unseren Gütern bedienen. Ist mir recht, ist wohl das Mindeste, das wir für sie tun können. Außerdem, je mehr Überwachung, desto besser. Was? Überwachung? Wen sollen wir überwachen? Na, ihr mich natürlich. Wenn man von der Flamme beherrscht wird, gibt es keine Zweifel hinsichtlich Freund und Feind. Jeder, dem man die Lebenskraft stehlen kann, um seine eigene Flamme zu füllen, ist ein Feind. So einfach ist das. Gott, sie ist voll dreckig. Auch die Haare sind irgendwie komisch. Hä? Die sind irgendwie... Hä? Die sind feltexturiert gerade irgendwie. Aber die Regeln gelten für uns nicht mehr. Wer Freund und wer Feind ist. Es hängt von einem selbst ab und das macht es schwer, richtig? Das Herbeiführen von Konflikten ist nur einer von vielen Effekten der Flammenmoor. Aber man könnte auch sagen, dass die Flammenmoor damit unser Verhalten kontrolliert hat. So ist es. Es könnte in Zukunft Verräter geben, daher ist es gefährlich, einer einzigen Person zu viel Macht zu überlassen. Heißt das etwa, es herrscht kein Vertrauen zwischen dir und deinen Kameraden? Oh, natürlich herrscht das Vertrauen. Ich kann mich stets darauf verlassen, dass sie jeden Befehl perfekt umsetzen. Das Einzige, auf das, was du vertraust, sind also ihre Fähigkeiten? Lass mich eine Gegenfrage stellen. Würdest du einem Forscher, der nur am Schreibtisch hockt, körperliche Arbeit anvertrauen? Würdest du Soldaten, die in der Badewanne nicht mal heiß von kalt unterscheiden können, in ein Leffnis setzen? Ja, würde ich machen. Wenn sie von Leffnissen Ahnung haben? Es kann mir ja egal sein, ob sie in der Badewanne heiß und kalt nicht unterscheiden können. In der Welt der Strategie kommt es nur auf meine persönliche Fertigkeiten an. Solange man darin Vertrauen hat, genügt das völlig. Oder seht ihr das etwa anders? Alexandria, du... Die kann echt anstrengend sein, was? Also wirklich, Shell.
Aber ich finde, es steckt schon weiter in dem, was sie sagt. Niemand weiß, wie sich die Welt entwickeln wird. Überwacht mich, wenn ihr wollt, oder lasst es bleiben. So oder so bin ich auf Alex' Seite. Das allein ist sicher. Xander liegt dir wirklich am Herzen, nicht wahr? Ja, sehr. Aber ich bin im 10. Intervall, hab nicht mehr viel Zeit übrig. Lady Alex braucht vor allem Verbündete. Seid also nett zu ihr. Solltest du nicht reden. Sprich doch nicht so leichtfertig über Zeit, die dir noch bleibt. Ja, das sollte ich wohl nicht. So, es war jetzt aber genug unnötiges Geplauder. Kommen wir zu den Ressourcen von Kolonie 4. Moment, muss nur was einstellen, kurz. Zugriff auf Güterverteilung gestattet. Was war das? Jetzt habt ihr Zugriffsrechte auf alle Güter. Seht es als eine neue Funktion der Collectiron-Karten, die hiermit freigeschaltet wurde. Wie viele Funktionen hast du denn bitte dafür entwickelt? Schön, dich so überrascht zu sehen. Ich bin nicht überrascht, ich bin schockiert. Das Ganze ist echt benutzerfreundlich. Wählt einfach den Kommandeur der Kolonie aus, der ihr etwas schicken wollt. Dann wählt ihr aus, was ihr schicken wollt, und das war's auch schon. Aber was ist mit Kolonie 4? Die Kommandeurin dort... Keine Sorge. Wir haben bereits Boleras kontaktiert. Er führt jetzt die Kolonie an und wird sich um alles kümmern. Am schnellsten lernt man das Prozedere, wenn man es mal ausprobiert. Also nur zu. Cool. Kolonie Iota-Güter. Geil. Oh, so that's how they're doing. Interessant. Verwende Collecticon-Karten, um Porettern Kolonie 4 zu schicken. Ja. Und du bist hier die ganze Zeit in dieser Höhle, die nicht mal beheizt ist, obwohl das könnte hier ein Generator sein vielleicht. Und ja, eine Lampe, aber hast du nicht mal einen Stuhl? Okay, hier hast du eine Bank immerhin. Und hier ist so ein kleiner Leffnis-Container-Transporter-Dingsbums. Hier hast du auch wenigstens einen kleinen Tisch noch, aber... Also ich würde mir das persönlich hier irgendwie einrichten oder so, wenn ich schon hier unten leben muss. Und dann würde ich mich ab und zu mal mit den Monstern erkloppen. Ne? Vielleicht die Monster sogar vertreiben, dass ich da einen schönen Ausblick habe. Alter. Müssen wir mal was hier einrichten? Du bist vor allem komplett allein hier, ne? Naja, egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein und tschüss.